Moin Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Viele von euch sind große Fans von Black Ops 4. Ich bin großer Fan von Black Ops 4. Wir alle sind eigentlich große Fans von Black Ops 4. Es ist das letzte gute Black Ops COD gewesen. Es hat uns Blackout gebracht. Es war das letzte Mal, dass Treyarch Zeit hatte, überhaupt an dem Game zu arbeiten. Obwohl sie Blackout mit reinhauen mussten, was von Anfang an nicht geplant war. Es war das letzte Call of Duty ohne Skill-Based Matchmaking. Es war das letzte Call of Duty ohne diese gottverdammte Scheiße, die wir mittlerweile haben, mit Paketverlust und wie viel Bugs und was weiß ich was. Es war kein fertiges COD, es war kein perfektes, aber es war ein richtig gutes. Und bis vor 2 Wochen haben tausende Leute es immer noch gespielt und selbst ich habe es hin und wieder mal für eine Stunde gestartet, weil es einfach unglaublich unterhaltsam war. Und Dark Matter in Black Ops 4 ist für mich immer noch auf einer Stufe von 10 Punkten absolut 13 Punkte. Dark Matter, was sich mit allen 5 Kills geändert hat, sah unfassbar gut aus. Und ihr werdet wahrscheinlich festgestellt haben, dass ihr Probleme habt, Black Ops 4 zu starten. Der Grund, den erkläre ich euch heute und es wird ein bisschen Rant-Video, weil das echt eine Frechheit ist. Die Server, die ihr im Black Ops 4 habt, sind dedizierte Server, die von Activision gestellt werden. Und anhand der Verbindungsprobleme in Call of Duty und allem, was mit Activision zu tun hat, gerade in den letzten Monaten, wo es immer schlimmer wurde, ihr seht es mit Paketverlust in Warzone, in Rebirth, Caldera, im Multiplayer, ihr seht es mit schrecklichen Pings und sowas, die Qualität der Server-Connection und der Server-Infrastruktur bei Activision ist eine glatte 6. Und das für ein Unternehmen, was Milliarden verdient. Und jedes Game läuft aber noch auf verschiedenen Servern. Mit der einzigen Ausnahme, Vanguard, Cold War, Rebirth, Warzone und Modern Warfare 19 laufen alle über denselben Server, weil es alles ein Klient ist sozusagen. Und Activision steht jetzt kurz davor, dass MW2 droppt, genauso wie Warzone 2 droppt. Und jetzt stehen wir kurz vor der Beta, wo Millionen Spieler MW2 zocken werden. Das ist einfach so. Die Franchise hat unglaublich viele Spieler. MW2 wird wieder wie MW19 durch die Decke gehen, weil es die ganzen Anfänger und eher schwächeren Spieler sehr doll anspricht. Das ist einfach so. Es ist eine Tatsache. Wir haben es in MW19 gesehen mit allen Gameplay-Entscheidungen, die hier da waren. Und für diese Beta und für Warzone 2 und für alles, was da kommt, braucht Activision natürlich Serverkapazitäten. Ein vernünftiges, sinnvolles Unternehmen würde dafür sorgen, dass eine neue, für dieses neue Game, neuer Klient, eine neue, moderne, aktuelle Serverinfrastruktur erstellt wird, damit die neuen Spieler, die Spielerzahlen, die sehr hoch sein werden, mit möglichst wenig Problemen zu tun haben werden und das Game, Modern Warfare 2, später Warzone 2, alles was dazukommt, entspannt spielen können. Activision hat sich hier aber für etwas anderes entschieden. Und zwar haben sie die Server, die auf Black Ops 4 noch laufen, einfach rausgenommen. Das heißt, ihr werdet jetzt entweder das Problem haben, dass ihr Black Ops 4 gar nicht starten könnt. Oder wenn ihr es startet, könntet ihr das Problem haben, dass bei euch steht, die Party ist zu groß, du kannst nicht joinen. In jedem Modus, außer TDM. TDM geht aktuell meistens noch. Und da werdet ihr euch wundern, wie eure Party zu groß sein kann, wenn ihr alleine seid. Die offiziellen dedizierten Server von Black Ops 4 sind vor 2 Wochen von Activision, ohne dass sie es mitgeteilt haben, abgeschaltet worden und werden auch nicht wieder zugeschaltet. Solltet ihr es schaffen, in das Game reinzukommen und allein jetzt in 2 Wochen hat Black Ops 4 fast 3000 aktive Spieler verloren, weil die gar keine Ahnung haben, was da passiert, denken, das Spiel ist kaputt, PlayStation ist kaputt, spielen das nicht mehr, spielen irgendwas anderes. Activision hat darüber bis jetzt nicht ein einziges Wort verloren. Ihr werdet unter Umständen es haben, dass ihr plötzlich in den Runden Host-Migration habt. Das kennt ihr vielleicht noch aus den alten CODs. Host-Migration bedeutet, dass wenn die dedizierten Server nicht verfügbar sind oder wie in dem Fall abgeschaltet worden sind, die Verbindung aller Spieler untereinander zu einem Spieler führt, der der Host ist. Wenn wir zu 12 in eine Lobby joinen und ich habe die beste Verbindung zum Beispiel und werde als Host ausgewählt, dann läuft die Verbindung so, dass alle anderen Spieler in den Verbindungen sich mit mir als Host arrangieren und die Daten von mir als Host zu denen zurückgeschickt werden. Wenn ich jetzt das Game aber verlasse zum Beispiel,
gibt es ja offiziell keinen Host mehr. Das bedeutet, das Game freest ein, sucht einen neuen Host, einer der anderen 11 Spieler, dann steht da Host-Migration 20, 30, 50%. Und wenn es ordentlich läuft, habt ihr dann 100% und die Host-Migration ist abgeschlossen und ihr habt die Spieler sozusagen auf dem neuen Host. Das ist scheiße. Das bedeutet nämlich eins immer, der Host ist, hat immer einen absolut kranken Vorteil. In Call of Duty Ghosts war es so, wenn Host-Migration war und ihr als Host gewählt worden seid, konnte man für die ersten 4-5 Sekunden, das war ein Bug, rechts unten die Munition und sowas nicht mehr sehen und dann ist es wieder aufgetaucht. Ob das in Black Ops 4 ist, weiß ich nicht. Ich habe jetzt mehrmals versucht, Black Ops 4 zu starten und kann es nicht mehr. Mir sagt die PlayStation 5, wenn ich Black Ops 4 starten will aktuell, die App ist nicht verfügbar, obwohl es ganz normal installiert ist. Das heißt, mit dieser Serverabschaltung haben sie auch das Game an sich kaputt gemacht. Wenn es nur die Abschaltung der dedizierten Server wäre und man trotzdem mit anderen Leuten normal spielen könnte, würde ich dieses Video gar nicht machen. Ich möchte hiermit euch alle nur darüber informieren, was das Problem ist und dass das nicht geändert wird. Da werden keine Server mehr zugeschaltet werden. Ich weiß nicht, wie das auf dem PC ist, ob die PC-Spieler, da gibt es ja eh generell weniger von bei Black Ops 4 als Konsole, ob die das ähnliche Problem haben. Ich kann es nur für die PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S, X und Xbox One, ist glaube ich die ältere, sagen. Wir alle haben dasselbe Problem und es gibt keinen Fix für das Ganze. Activision benutzt die alte Serverstruktur für das nagelneue Game, was sie immer wieder machen, das ist nichts Neues, und sieht gar nicht ein, Geld zu investieren, um eine neue Serverinfrastruktur mit mehr Servern, leistungsfähigeren Servern, besseren Wartungsmechaniken und Intervallen einzufügen. Wenn ihr genauso wie ich Black Ops 4 geliebt habt in eurem Leben, dann tut es mir von Herzen leid, aber ihr werdet euch damit abfinden müssen. Weder wird Treyarch an BO4 nochmal arbeiten, dass sich das besser starten lässt, noch werdet ihr die gleiche Connections haben, die ihr vorher hattet, noch wird es so sein, dass da noch viele Spieler die nächsten Wochen sind und ich garantiere euch, in spätestens 2 Monaten wird man in Black Ops 4 gar kein Game mehr finden. Ist eine absolute Frechheit. Ich weiß nicht, wie dieses Unternehmen denkt. Ich weiß nicht, was die Entscheidungsträger dort für Pillen nehmen, dass sie Also ich checke es einfach nicht. Das ist aber der Grund, warum wir alle kein Black Ops 4 aktuell mehr spielen können. Und wie gesagt, keine Hoffnung haben, dass das besser wird, sehe ich nicht. Ist absolut unwahrscheinlich. Ich hoffe, ihr lasst auf dem Video trotzdem Like. Ich habe die Server ja nicht abgeschaltet. Schreibt in die Kommentare, ob ihr Black Ops 4 auch gerade jetzt im Nachhinein genauso geliebt habt wie ich. Ich habe es zwei Jahre richtig durchgesuchtet. Tolles Game gewesen. Wirklich schöne Erinnerung. Lasst ein Like da, Leute, lasst ein Abo da. Ich bin raus, haut rein.